Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Jesus sagt in dem heutigen Evangelium, wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Von welchem Leben spricht Jesus? Es scheint, dass es zwei verschiedene Lebensentwürfe gibt. Ja? Es gibt einen Lebensentwurf ohne Jesus, wo er nicht die erste Stelle hat, wo wir selbst bestimmen, was gut ist, was wir möchten, wie wir unser Leben vorstellen. Und viele Menschen sind auf diesem Weg und vielleicht wir selbst auch in ein Stück weit oder in einer gemischten Form, wo wir auf manches nicht verzichten können oder wo wir manche Dinge so hoch und so wichtig stellen, dass wir sagen, ja, darauf kann oder darauf will ich nicht verzichten. Zu Anfang von dem Evangelium sagt Jesus nämlich auch, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Es geht also um Prioritäten. Welches Leben wähle ich? Jesus schlägt uns vor, er lässt uns frei, er schlägt uns vor, ein Leben mit ihm zu wählen. Und mit ihm und um seinetwegen das wahre Leben zu gewinnen, auch wenn das mit Schwierigkeiten, auch mit Kreuz verbunden sein kann. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ja, wir wissen, wenn wir mit Jesus gehen, kann es auch zu Unannehmlichkeiten für uns selbst kommen. Es ist möglich, dass wir abgelehnt werden. Aber ist Jesus deswegen gegen das Leben, in dem wir sind? Nein, es geht um Priorität. Wie handle ich? Wonach richte ich mein Leben aus? Jesus sagt von sich selbst, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das war, was ihm am Herzen lag, weil er wusste, wenn ich mit dem Vater verbunden bin, das ist das wahre Leben, da ist die wahre Freude. Und Jesus sagt in Matthäus 6, 33, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Habt den Mut, einmal zuerst Jesus zu suchen, mit ihm zu gehen. Und du wirst sehen, dass du das Leben wirklich gewinnst und dass du nicht ein Feind von deinen Mitmenschen sein wirst, aber die Mitmenschen werden nicht Macht über dich haben, werden nicht wichtiger als Gott sein. Und du wirst auch weniger Enttäuschungen erleben. Warum? Weil der Schatz, der dir eigentlich gehört, Jesus, niemand dir nehmen kann. Und dieser Schatz wird bleiben. Menschen kommen und gehen. Menschen können uns Gutes tun, können uns aber auch verletzen, enttäuschen, beleidigen. Jesus wird das nicht tun. In Amerika gibt es ein Wahlsystem, wonach es heißt, the winner takes all. Das will sagen, wer auch nur die einfache Mehrheit bei einem Wahlgang hat, der wird dann auch alle anderen Wahlmänner für sich gewinnen, auf seine Seite ziehen und dann den Präsidenten zu wählen. The winner takes all, der Gewinner nimmt sie allen. Wenn wir mit Jesus sind, dann sind wir auf der Gewinnerseite und dann werden wir auch viele mitnehmen, wenn wir viele auf seine Seite ziehen. Und das ist das wahre Leben, das ist das wahre Glück. Möge Gott uns den Mut geben, uns ganz auf seine Seite zu stellen, auf ihn zu hören, ihm die erste Stellung, die Priorität zu geben. Er möge uns dazu den Mut, die Kraft, auch die Freude schenken, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen gesegneten Tag und du wirst erleben, Jesus enttäuscht nie.